Darmstadt ist ein guter Gegner, das wissen wir, die ja sehr stabil in den letzten Spielen gespielt haben, also saisonübergreifend. Einfach eine sehr unbequeme Mannschaft, eine sehr abgezockte Mannschaft ist, sehr schnell umschaltet, eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Da wissen wir, das wird eine harte Aufgabe für uns, aber letzten Endes wissen wir auch, dass das fast auf jeden Gegner zutrifft, dass alle was können. Deswegen gehen wir da auch mit breiter Brust rein und voller Vorfreude. Es werden Leute fehlen, neben Kalla und Hornschuh. Hat sich bei Luca Zander eine Sache, ein Bluterguss im Knöchel, nicht so schnell entwickelt, wie wir das gehofft haben. Er hat einen Schlag im letzten Spiel aufs Sprunggelenk bekommen. Es sah erst nicht so schlimm aus, deswegen haben wir auch gar nicht großartig darüber geredet nach dem Spiel. Ja, und letzten Endes ist es halt einfach nicht richtig rausgegangen. Er hat einfach bei bestimmten Bewegungen und beim Schießen Schmerzen. Und deswegen steht er nicht zur Verfügung. Na, weil er viele Dinge mitbringt, die wir so nicht haben. Er ist natürlich von seiner Statur ein großer Stürmer mit 2 Metern. Er hat dadurch natürlich ein Kopfballspiel. Er bringt was bei Bälle halten mit in der Robustheit. Im Zweikampf, er ist trotzdem, trotz der Größe, ein guter Fußballer. Kann sich auch gut drehen, eine gute Beweglichkeit. Ist ein guter Typ, ein guter Charakter, der gewinnen will, der Spaß am Fußball hat. Und dieses Gesamtpaket hat uns dann dazu bewogen, dass das auch ein Stürmer ist, wie wir ihn bei uns jetzt hier nicht haben, ihn zu verpflichten. Ist ja jetzt, dass wir Alternativen brauchen und auch Spieler mit unterschiedlichem Profil ist wichtig. Und wir haben ja auch mit Jan-Marc Schneider und auch mit Sammy, die haben auch schon am Flügel gespielt. Wir haben mehrere Optionen und gerade diese Möglichkeit, auch mal schnell vorne rein zu spielen mit jemandem, der einfach auch körperlich robust ist, ich glaube, das komplettiert uns. Das ist im Moment so. Ich habe gesagt, dass natürlich alle sich beweisen müssen, dass die Vorbereitung ein Bild ergeben. Natürlich auch in Absprache mit Matthias Hein, der natürlich da als Bereichsleiter Torwartspiele natürlich eine gewichtige Rolle spielt, weil er natürlich ganz eng und ganz nah mit den Torhütern zusammenarbeitet. Ich habe einen Blick auf die Dinge und sehe das Gesamte. Er ist natürlich noch mal viel mehr in diesen kleinen Sachen, in den Details. Und wir sind gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen. Aber es gilt das, was für Robin gilt, dass er seine Leistung bringen muss, das beweisen muss. Das gleiche gilt für Sven Brodersen. Und letzten Endes ist Philipp Herrhagen ja nah dran. Das war wirklich ein harter, enger Konkurrenzkampf.